Somit ein recht, recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. Der letzte Part war irgendwie ein bisschen komisch, Leute. Irgendwie mit dem Ton schon wieder. Ich weiß echt nicht, was das immer ist. Keine Ahnung, wir fahren heute die klassische Sportwagen-Serie mit dem XNR Gia Roadster 60. Ob wir das schaffen gegen Ferrari, Dino, BMW 507. Wir werden es jetzt einfach einmal testen. Wenn nicht, dann müssen wir uns was überlegen, weil Geld haben wir nicht wirklich was. Und ich jetzt auch nicht schon wieder ein Auto verkaufen will. Wir fahren in Madrid zur Cute de Madrid. Könnte man vielleicht durch die Beschleunigung und so wenig Vorteile haben, da wir ja ein extrem langes Getriebe haben. Sprich, wir haben wenig Gänge. Ah, der Dino fährt nicht mal mit und der BMW auch nicht. Und das ist natürlich cool. Entschuldigung, upsala, muss ja Luft holen. Ja, Madrid ist eigentlich eine coole Strecke. Ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir damit klarkommen oder nicht. Mit unserem Monster von Auto. Und Start. Jo, hier können wir wieder in der Ansicht fahren. Im letzten Part ist ja bei dem Skyline leider nicht möglich. Tschüss. Der BMW fährt aber schon mit uns, wurde 2002. Ich finde das Auto geil, das macht auch brutal Laune. Oh fuck, so niedrige Drehzahl. Da wäre es jetzt halt wirklich gut, manuell zu schalten. Hui. Hui. Da sehen wir uns auch die Rauchwolke hinten. Also der ist auf jeden Fall kein Problem, aber der da vorne, der hat den ja auch schon stehen lassen. Könnte sich als recht schwer erweisen. Alter, ist das dieser Lotus? Schon, gell? Das ist ja ein krankes Auto. Was geht denn der ab, ey? Komm, 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 die Kurve kriegen wir. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, in der Kurve an ihm vorbeizukommen, anders habe ich keine Chance. Kacke! Scheiße, Mann, was soll das? Schrott, Schrott, Schrott. Nächster Stratus. Super duper Fly. Das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir absolut gar nicht. Wir machen es natürlich nochmal. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Du hast halt nicht viele Möglichkeiten hier. Das ist das Bewegschatten. Da geht er schon wieder ab und an ihm vorbei. Das war letztes Rennen genau dieselbe Stelle, wo er vorbei ist. Aber wenn der ihn noch ein wenig aufhalten kann. Ja, doch. So viel zum Thema, er kann ihn vielleicht aufhalten. Ich muss Windschatten fahren, das hilft alles nichts.
komm. Come on, Baby. Baby. Spritzen. Spritzen, Gas geben. Komm, Gas, 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 Gas. Er hat sich verbremst, aber ich auch. Der Bein hat so verdammt hoch, das tut ihnen die Ohren weh. Der hat ein besseres Auto. Das ist ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. Ich bin dran. Mann! Ich fasse es. Hätte sie doch aus dem Fenster gezogen. Das ist doch nicht schön. Ist doch nicht das. Ist doch das nicht. Ja. Okay, komm, nochmal. Ich mach das mit dem Auto. Das ist schaffbar. Irgendwie, bestimmt. Windschatten, Windschatten. Das war schlecht. Und der ist jetzt halt an ihm vorbei, wie wir auf der Karte sehen können. Der schafft es immer an der gleichen Stelle an dem vorbeizuziehen. Das wollte ich gerade schon sagen, ist der schon um die Kurve, oder? Was rutsche ich denn jetzt so? Ich glaube, jetzt schaffe ich es erst recht nicht. Ich bin jetzt schon zu weit weg. Sechs Sekunden. Es ist nicht viel, verdammt. Aber der ist einfach so gut. Der verzieht uns einfach zu krass. Leute, das ist nicht schön. Ich hasse meinen Kampfgeist. Wenn ich hier einfach nur mal schnell durchkommen würde. Manometer. Schau es an, der verzieht mich so verflucht arg. Ist doch nicht normal. Wieder nur zwei da. Einmal versuchen wir es noch. Dann habe ich keine Lust mehr. Ja, ja, ja. Wir kriegen Kohle. Ich weiß nicht mal, was für eine Marke das ist. Stratos. Ich kenne bloß Arctos, aber das hat eher was mit Tabaluga zu tun. So. Der Kurve früher bremsen. Und jetzt halt fahr einfach mal rüber, du blauer Kackhobel.
Yes. Sechs Sekunden haben wir normalerweise irgendwie da Rückstand. Anderthalb. Sieht schon mal ganz okay aus. Darf ich mich hier noch nicht verbremsen? Weil. Irgendwie nicht so wirklich verbremst, aber irgendwie auch nicht so gut durchgekommen. Der spielt einfach nur voll seinen Vorteil durch die Kackgeschwindigkeit aus. Was mache ich denn? Das war jetzt ein schlechter Witz, oder? Auto. Warum gibt es hier keine Rückblenden? Da haut's ihn noch so hin, dass er besser wegkommt. Scheiße. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es anders machen soll. Scheißen Dreck. Scheiße, 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 scheiße. Sorry, aber ist echt scheiße. Jetzt krieg ich nicht mal Geld. Ach doch, 4000. Na gut, jetzt haben wir schon 12 Minuten lang ein Rennen versucht. Es wird jetzt lustig auf dem nächsten. Wir brauchen irgendwas, wo es enge Kurven gibt, viele Kurven. Und möglichst wenig lange Geraden. Das sind wir natürlich in Rom genau falsch. Bitte sagen wir, dass da jetzt kein Stratos oder Dino oder 5-7er mitfährt. 5-0-7er. Beim Amterland fährt alles 3 mit. Okay, Europa Special. Firebird Trans Am. Okay. Testen wir jetzt halt eben auch mal den Spaß. Okay, sieht gut aus, sieht leichter aus. Boah, die sich auch nicht gleich schon wieder hier überholen wie sonst was, wie so komplett gestörte. Ja, das ist doch dieser A sonst was. Nein, jetzt spielt das Höchstgeschwindigkeit aus, oder? Nee, Glück gehabt. Was hätte ich so perfekt erwischt, die Kurve. Yes, sein Erster. Da seht ihr mal, wie das mit einem schlechteren Auto auch ganz easy möglich ist, wenn man natürlich so ein Profi ist wie ich und einfach nur perfekt fährt. Spaß, also. Die sind einfach nur schlechter, das ist alles. Oh, 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 da kommt er rangeschossen. Quietschi, quietsch, quietsch. Da raus, dann hier wieder rein. Geil. Muss ich sagen, das hat jetzt gut geklappt. Das, was die fahren, Pontiac Trans Am und sowas, das ist doch kein klassischer Sportwagen. Mal denn, die Kisten, das sind ja schon wirklich eigentlich neu. Außer gut, er ist ja
Alpin. Das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade neu, aber sowas wie der andere da mit, was weiß ich, 78 und ich fahre 60, das sind einfach halt einmal Unterschied von satten 18 Jahren, ne? Und in 18 Jahren, schaut, wir haben noch ein echt Holzlänge, gerade in der Größe von einem Autoreifen. Also sprich, keine Servolenkung, kein gar nichts. Ist halt einfach krass. So. Haben wir das geschafft, aber das Auto sieht geil aus, oder? Wie findet ihr? Sternenflotte, 100 Sterne. Schöne Sache. Okay, Silverstone. Ich kann nicht gut Englisch. Silverstone. Rennen 3. Bitte sagt mir, dass kein brutales Höllengerät mitfährt. Denn sonst wird es ganz schön scheiße. Europa Skyline Golf 1. A110 Europa S2 sollte schaffbar sein. Golf 1 GTI, das wäre natürlich auch hier mal der Gerät. Können wir uns eigentlich kaufen gehen dann? Das ist doch echt ein schönes Auto vor allem. Schön rostdick. Rostdick. Rostig. Viel Rost. Macht sie da besonders gut. Und Start jetzt. Start bei der ersten Linie. Ohne Rücksicht auf Verluste. Fuck, ich soll bremsen. So, wir sind ja schon an zweiter Position, ne? Jetzt. Und schauen wir mal, ob wir an diesen A110 noch rankommen. Hört sich an wie A110 Airbus. Fliegen Sie heute auf Silverstone. Ups, sorry. Ja, da habe ich doch mal Strafe schon gekriegt. Ich sehe den nicht mal, das ist so blöd. Natürlich keinerlei Rückspiegel, kein gar nichts. Da ist er. Da kommt er. Das ist aber so übel mit so viel. Wir haben jetzt vier Gang. Und wenn das blinkt, zweiter Gang, da kann das alles Mögliche im zweiten Gang sein. Ach scheiße, ich würde an dieser scheiß Stelle hier. Mit der komme ich gar nicht klar. Wie unschwer zu erkennen ist. Das hat uns jetzt auch mächtig Zeit gekostet. Und da kommt er. Auto, pressen. Ich hab nicht mal Außenspiegel. Sehr gut erwischt. Kannst du mal bitte aufhören, mir hinten reinzufahren? Boah, du Wichs. Entschuldigung. Ah, das hat ihm jetzt aber auch brutal viel Zeit gekostet. So soll es sein. This is what I like. Echt verdammt viel quer.
Kostet halt natürlich alles dementsprechend die Zeit. Scheiße, gerade kommt die engere Kurve schon. Oh nein, mich juckt's in der Nase, das ist nicht cool. Oh fuck, Entschuldigung Leute. Oh Gott, ah, das hat richtig wehgetan. Oh, kennt ihr das, wenn ihr das so verkneift und es irgendwie so in, richtig in die Nase reingeht? Oh, scheiße, scheiße. Oh. Entschuldigung, wirklich sorry, war keine Absicht. Die Kurve sieht so leicht aus, die nächste da, wo wir jetzt mal rausfliegen. Wir haben sie geschafft. Weil sie halt auch leicht ist, deswegen sieht sie wahrscheinlich leicht aus. So, jetzt halt. Tarnkappenbomber. Ist doch geil, oder? Volles Gerät. Das wäre natürlich jetzt richtig fatal, wenn ich jetzt halt mich hier mal so richtig schlimm verbremse und wir echt neben ausfahren. Oder wenn es mich dreht. Aber das ist ein sicherer Sieg. Huiuiuiuiui. Jetzt brauchen wir nur noch das erste Rennen. Da fehlt uns ein Stern, Leute. Bin ich gespannt. Das machen wir jetzt halt nochmal. Dann schauen wir mal, ob da jetzt halt immer noch dieser Stratus, Atmospherus mitfährt. Weil auf mir sitzen lasse ich das Quiz nicht. Eine Niederlage. Okay, dann gucken wir mal. Yes. A110, das könnte ein Problem sein. Aber Fair Lady kein Problem. Der 202er auch nicht, also 2002er Turbo auch nicht von BMW und der Golf 1 schon gleich 100 Mal, ne? Also, setzt euch jetzt daheim hin, drückt mir die Daumen, denkt an mich und dann wird es klappen. Wenn nicht, dann halt nicht. Also, Golf, kein Problem. Verbremst, verbremst, verbremst. Komm her, komm her. So, 202. Ich sag jetzt 202, dabei ist es ja eigentlich die Abkürzung bei Mercedes. 202, 190er, 2002er Turbo BMW. So, Baby, come on! Spritzen, das hört sich immer so pervers an. Dabei bin ich doch nicht pervers. Ich denke, ich pack den nicht, was Höchstgeschwindigkeit angeht, genau. Doch, im Schatten.
What the hell, voll der Kampf. Bist du bescheuert? Das ist ja zu krass. Okay, sieht gut aus. Die Kurve ist jetzt aber halt das Entscheidende. Und da hatte ich ja bis jetzt halt wenig so mehr oder minder kleine Probleme. Ah, der wird nicht rankommen. Ne, yes. Also beim Spiel kommt es, glaube ich, auch wirklich darauf an, was du für Gegner hast. Weil jetzt in unserem Fall hat es gepasst, da hatten wir jetzt halt wieder leichtere. Und dann ist das gut. Wieder 8000 dazu und ein Star. So, für meine Bemühungen, ich könnte jetzt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Daumen geil, weißt schon. Kann ich mir dann jeden Abend ein hier drauf, ihr wisst schon. Nein, Spaß. Nee, Schmarri, ist mir jetzt gerade so ins Sinn gekommen. Also als letztes kommt noch die GT Kleinwagenmeisterschaft. Das bedeutet, oh, fuck. Kurz von der Gesamtlänge hängt es ab. 4200 Meter. Braucht man es ja schon. Leistungspunkte technisch dürfte es kein Problem sein. Gut, dann machen wir das im nächsten Part. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Macht's mir gut und auf Wiedersehen, ich bin's. Euer Flashy. Ciao!